Jetzt die Menschen insgesamt stöhnen natürlich unter der Teuerung, unter der Inflation, auch beim Strompreis, was die Erhöhung betroffen hat. Wie steht Vorarlberg im internationalen Vergleich eigentlich da, wenn wir die Strompreise vergleichen würden, auch mit unseren umliegenden Ländergemeinden? Vielleicht meine. Ein paar Worte zum Strompreis in Vorarlberg. Also wir sind wirklich mit Abstand die günstigsten Anbieter jetzt in Vorarlberg. Die alternativen Anbieter, sage ich jetzt mal, die Nicht-Landesenergieversorger, konnten zu Zeiten, in denen die Großhandelspreise sehr tief waren, konnten die wirklich mit Kampfpreisen auf den Markt kommen. Jetzt wird es ganz schwierig für sie. Es hat sogar Fälle gegeben, in denen Firmen in die Pleite gegangen sind, in denen Kundenverträge gelöst wurden, nicht verlängert wurden. Das passiert bei uns nicht. Wir haben den Vorteil, dass wir eine langfristige Beschaffung haben der Mengen, die wir benötigen für unsere Kunden, für die Versorgung unserer Kundinnen. Und damit können wir auch die Ausschläge, wie sie jetzt am Großhandelsmarkt festzustellen sind, können wir damit auch ausgleichen, können wir dämpfen. Damit bieten wir auch jetzt den Kundinnen sehr attraktive Preise, die günstigsten in Vorarlberg, auch österreichweit und in der Dachregion. Aber jetzt noch ein Wort zu den Preisen auch für 2022. Wir haben ja die Energiepreise angehoben im Mai, mit 1. Mai, und waren dazu verpflichtet, das unseren Kundinnen so zu vermitteln, dass wir eben diesen Preisteil der Energieteile angegeben haben, und da gab es dann ein wenig Irritationen. In Wahrheit, wenn man sich alle drei Bestandteile des Strompreises anschaut, also den Energieteil, die Netzentgelte und die Abgaben, dann ist es so, dass gerade bei den Abgaben natürlich einiges zurückgenommen wurde vom Staat. Ich sage Ökostromabgabe komplett reduziert oder komplett auf null gefahren. Die Energieabgabe wurde auf -90% reduziert. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ein vergleichbarer Haushalt von 2021 auf 2022 weniger bezahlt. Also bei der Standardabnahmemenge von 3.500 Kilowattstunden im Jahr sind es tatsächlich statt 670 Euro 644 Euro, die dieses Jahr mit den jetzt bis Ende März 2023 garantierten Preisen anfallen für die einzelnen Haushalte. Also der Strompreis ist tatsächlich als Gesamtstrompreis gesunken in Vorarlberg. Aber Sie haben die Strompreise angezogen. Das ist ein Fakt. Und das Nein, haben Sie eben ja. nicht. Haben Eben Sie, nicht. Die naja, aber das war die. Energiepreise, die drei Bestandteile, Ja. Energiepreise, Netzentgelte und Abgaben und Steuern. Und erhöht wurde aufgrund der wirklich extremen Großhandelspreise, die haben sich ja zum Teil vervierfacht, wurden der Energieteil wurde um diese Prozente angehoben, die kolportiert wurden. Aber der für die Kundinnen relevante Gesamtpreis ist tatsächlich minus. Es Aber wird weniger die Stromrechnung ausmachen als im letzten Jahr.